Hallihallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Dead Space 2. Wir haben gerade unsere Waffen abgegradet, das heißt unsere Laserkanone macht jetzt mit dem Sekundärfeuer einen Stase-Effekt und ein bisschen Schaden und Kapazität von der Energiekanone und Laserkanone aufgewertet. Also hoffentlich, ja, so 6 Schuss haben wir schon drin, das ist schon ein bisschen mehr. Entschuldige, Fahrstuhl. Ich hasse dich, aber ich will nicht auf dir drum stampfen, weil... Oh, oh nein. Oh mein Gott. Das habe ich gebaut. Was? Oh. Was machen die? Sie alle kommen zur Marke. Die Konvergenz ist nah. Die Ärger machen würden, aber diese Sie wären nötig. Dass ihr Verstand der reinste wäre. Ich habe Jahre damit verbracht, ihr dementes Hirn zu durchsieben. So hätte es nicht geschehen sollen. Wie sollte das denn vor sich gehen, Tiger? Alles unter Kontrolle! Clark, das ist nicht unsere Schuld. Wir waren so nah dran. Die Leichen, die sie hier reinließen, stehen kurz vor einer Konvergenz. Aber wir haben nie mit so vielen Leichen gerechnet. Wofür er erschaffen wurde? Isaac, du musst uns ganz machen. Oh, verdammt. Ich habe das Gefühl, es wird genau das passieren, was am Ende passiert wurde, also was wir am Ende bekämpft haben von Dead Space 1. Es macht alle ganz, das könnte schon hinkommen. Oh nein. Oh verdammt. Okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? Munition? Offline? Hier ist irgendeine Kammer. Aktivieren? Ich will nicht. Mal da hinten Plasma-Energie und das hier auch. Ich werde wohl müssen. Aktivieren. Wie es Doss sagte. Ich erinnere mich. Sie aktiviert die Teile des Gehirns, in dem die Markercodes gespeichert sind. Aber wieso bedroht das den Marker? Wovor hatten Sie Angst? Vor mir? Vor uns? Dass wir zusammenarbeiten. Schritt 4. Ja. Bist du bereit? Oh. Es wird wehtun, nicht wahr? Ja. Geh rein. Oh nein. Es wird wehtun, nicht? Ja. Ja gut, gehen wir mal rein. Schritt 1. Reinkriechen. Ah, in die dunkle Maschine reinkriechen. Die Schrauben werden rundherum festgezogen. Oh nein. Ins Auge dich die Nase. Oh, 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 nein. Blut strömt über dein Gesicht. Oh nein. Was muss ich tun? Oh verdammt. Alter, das. Komm, zeig dein Auge. Daneben. Ich sollte wohl nicht als Arzt arbeiten. Ich glaube, ich hätte nicht die ruhige Hand dazu. Oh, verdammt, das will doch keiner miterleben. Schritt 1. Reinkriechen. Oh nein, ich will nicht. Die Schrauben werden rundherum festgezogen. Ins Auge dich die Nadel stechen. Oh nein. Blut strömt über dein Gesicht. Oh, das Alter, wenn man da wach ist, das kann man doch nicht, wenn man das... Komm, zeig, halt dein Auge ruhig. Ah. Gott. Oh.
Au. Nicole! Wo bist du? Folge dem Licht, Isaac. Ich werde bei Marke auf dich warten. Aber was soll ich tun? Verdammt. Oh, verdammter, sagst du, Alter. Kapitel 14. Ach du. Ich muss irgendwo hin. Ich hab dazu keinen Bock auf dich. Was auch immer du bist. Verdammt. Oh. Jetzt mal kurz nachladen, ne? Hast ja nichts gegen. Ah. Hast noch nicht genug, hä? Na komm her. Ich habe ja einen Spezialschlag für dich. Ja. Der ist tot. Der lebt noch? Oh nein. Oh nein. Ah, stehen geblieben. Ah. Okay, jetzt wird's kritisch. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ja, ich meine, wir haben Gott sei Dank die Waffe. Ich hab's geschafft. Oder? Ja. Oh, das war... Alter, das war mehr als knapp. Tür ist zu. Die Unsterblichen sind jetzt... Station. Ich will nicht. Oh, verdammt. Kapitel 14. Überschreiben. Ein Audiolog. Evakuierung ist illegal und das wissen Sie. Sagen Sie mir nicht, was ich auf meiner eigenen Station tun und lassen kann. Mein Großvater hat hier das Sagen, lange bevor Sie Ihre Windel vollgeschissen haben, junger Mann. Sparen Sie sich die Vorträge. Sie wissen, dass ich recht habe. Das Projektprotokoll verbietet eine Evakuierung im Falle eines Sicherheitsverstoßes. Ich habe mein ganzes Leben im Dienste dieser Gemeinschaft verbracht und werde nicht untätig zusehen, wie Sie wegen eines Projektprotokolls sterben. Steigen Sie jetzt in Ihr Shuttle. Wir können uns über diesen Unsinn vor Gericht streiten. Vorausgesetzt, wir leben lange genug, um über Ihre kostbaren Protokolle zu reden. Wie Sie meinen, Sir. Das war wohl einer von Tidemans Männern. Alter! Ach verdammt, schnell weg hier. Du bist tot, oder? Ich geh jetzt einfach weg. Ich beeile mich ein bisschen. Ich will mich hier nicht aufhalten lassen. Na komm. Okay, alles mitnehmen, was wir können. Wir werden alles brauchen. Ich habe das Gefühl, wir stehen bald vorm Endkampf. Und was hat's mit dem auf sich? Wir kommen eh nicht da hinten raus, das ist eh zu. Oder? Oh nein! Nicht du! Und lass mich raten, das ist ein Audiolog. Heilig! Nein, ernsthaft, die Tür geht jetzt nicht. Die Tür ist jetzt nicht offen, oder? Boah, ich dachte schon, der Unsterbliche kommt jetzt hier durch und dann habe ich echt verkackt.
Speichern. Ja. Bleib mal da liegen, ne? Für einen Moment, danke. Nächste Tür. Fang mal. Danke. Komm, beeil dich. Ach, scheiß drauf, ich muss mich hier ein bisschen mehr beeilen. Dem geht's schon gut. Geh mal zur Seite. Danke. Na, geht doch. Geh mal weg. Hallo, Fahrstuhl? Alter. Wir kommen gerade ziemlich gut durch. Ja. Ich sag dazu mal gar nichts. Oh nein. Oh nein, ich glaube, wir müssen uns sehr beeilen. Was ist jetzt wieder? Bleib mal da, wo du hingehörst, ne? Mach da mal. Oh nein, 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 nein. Nicht du. Nicht hier. Nicht heute. Ah, geht doch. Noch ein. Oh, verdammt. Es wird gerade echt eng. Komm, mach mal auf. Ich muss ja nur hier durch. Was verfolgt mich? Ach, so. Nichts Besonderes, aber die kommen gleich alle nach. Ich beeile mich deshalb mal ein bisschen mehr. Ja. Nicht so schnell, mein Freundchen. Schwerkraft aktivieren. Oder so. Okay, wo zum Teufel muss ich hin? Es ist zwar schön leise jetzt, aber... Oh, natürlich. Oh, verdammt. Ja, ich bin sicher. Jetzt meine Flugskills gefragt. Was auch immer hier... Oh, fuck. Alter, ich sehe gerade überhaupt nichts. Lass mich mal durch. Nee, nee, passt schon. Hab's nicht so eilig. Deaktivieren. Na. Ah. Noch eine mitgeblieben. Okay. Ich hoffe, wir haben den Unsterblichen abgeschüttelt. Aber ich habe das Gefühl, das war nicht der Einzige. Oh. Kannst du gegen anreißen? Aber das funktioniert. Du musst mich nicht lassen. Dann werde ich dich nie wiedersehen. Das ist die einzige Möglichkeit. Du musst es tun. Dann tun was halt. Isaac, mach jetzt keine halben Sachen. Wie viel Munition haben wir eigentlich? Wir sollten die vielleicht jetzt ein bisschen benutzen. Aktivieren. Kriegen wir Munition? Schön wär's. 3000 Credits. Munition ein bisschen. Kleines Medipack. Ernsthaft? Das war's? Ernsthaft? Das war jetzt nicht gerade die Ausbeute. Ja, okay. Schade. Dann soll es wohl nicht sein. Strahlungseindämmung. Ja.
Dafür kriegen wir den Knotenpunkt zurück. Auf an... Ja, zumindest kriegen wir ihn wieder. Okay, Shop. Es sieht fast so aus, als kämen wir vom Endkampf. Oh Gott. Okay, erstmal... Wir haben einen Knotenpunkt, den lassen wir schon drin. Stasi-Paket, Verkauf. Nee. Lassen wir so drin. Wir werden es garantiert noch brauchen. Munition... Ja, sieht nicht mehr so gut aus wie früher. Inventar. Nein, nein. Ach, schon wieder. Die Steuerung hier ist hier wirklich ein bisschen für den Arsch. Aber das ist auch das Einzige, was ich... Nein, 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 nein. Bewegen. Ach, das kann ich auch verkaufen. Scheiß drauf. Okay, wir sind wieder aufgefüllt. Immerhin ein bisschen. Shop. Können wir die Munition hier auch kaufen? Hier haben wir genug. Für die Laserkanone. Ein bisschen können wir uns noch gönnen. Okay. Dann haben wir das gemacht. Die Bench, wir haben nur eins oder zwei. Das die Konvergenz ist fast gekommen. Triff mich beim Marker. Die Konvergenz geht gleich los. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, denke ich. Oder wir chillen einfach mal, speichern kurz ab. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge. Das wird... Wird das das Ende sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich habe keinen Plan, wie lange das Let's Play noch gehen wird. Wahrscheinlich müssen wir nochmal zu Ishimura zurück und eine halbe Weltreise machen, bis wir da sind. Wer weiß. Aber das ist alles erst im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal.